yeah, Elektroschrott. Ah, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen wenig Elektroschrott, aber ist auch schön, wenn man mal so ein Schröttchen hat für zwischendurch, ne? Das hier ist so ein altes 5,25 Zoll Festplatten, CD-ROM, was weiß ich was, externes Gehäuse. Das ist mindestens 12 Jahre alt. Und das habe ich in letzter Zeit ausschließlich verwendet, um den Monitor da, den man da sieht, draufzustellen, weil der ist ein bisschen niedriger als die anderen Monitore und das war einfach nur ein Monitorständer. Aber jetzt ist mir eingefallen, Mensch, das fiese Ding, das hat doch ein eingebautes Netzteil und sowas, das ist doch eigentlich ganz cool. Und diese Coolness nutzte ich, ne? Ich habe jetzt einfach das blöde Fettleiter da reingebaut. Den Lüfter habe ich abgeklemmt, weil da ist nichts drin, was Belüftung bräuchte. Hängt jetzt an dem 12-Volt-Netzteil dran und habe ich wieder ein Netzteil frei. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich es bei mir unter dem Monitor stehen habe. Der Gerät ist, wie man sieht, unter dem Monitor angebracht. Da ist es auch stromversorgt. Und dann schauen wir doch mal, ne, was tut das? Klick, yay, macht Licht. Cool, jetzt kann ich hier an meinem Schreibtisch Licht anschalten. Okay, die Power-LED, die kann ich eventuell nochmal ausmachen, weil es ist etwas sinnlos, eine Power-LED für LED-Beleuchtung zu haben. Aber immerhin habe ich jetzt nicht mehr das Mistding da auf der, ne, Fensterbank stehen. Und ich habe wieder ein Netzteil frei und ich habe meinen Monitorfuß endlich sinnvoll verwendet. Aber als nächstes müsste ich jetzt nur nochmal, ich habe jetzt hier dieses Bedienungsding da mir ja gebaut, mit dem ich das zum Beispiel an- und ausschalten kann. Damit das irgendwie Sinn ergibt, müsste ich das mal hier vorne vielleicht in die Blende reinbasteln. Ach, cool, wäre hier noch so ein kleines LCD-Display mit Statuskram und Anzeigen. Ja, ein andermal jetzt. Fürs Erste ist das gut genug. Ja, denke ich mal. Gut, das war jetzt ein Elektrostöttchen, also nicht besonders lang, aber ich dachte mir, das muss ich mal zeigen, weil ich fand es irgendwie witzig. Also, Kinders, in dem Sinne, tschüssing.